Am Mittwochnachmittag war es dann endlich soweit. Die Jungs aus Frankreich haben ihren neuen Boliden gelauncht. Mein Hype-Level war ziemlich hoch, denn nach einigen Teasers mit Camouflage-Mustern dachte ich mir, oh yes. Die werden das safe bringen, doch dann kam alles anders. Wir gucken mal rein in das sehr kurze Video. Und da sehen wir schon mal von hinten ein bisschen umschwungen. BWT natürlich wieder der Hauptsponsor. Und ja, die Nummer 10 und 31. Und ja, das ist er dann schlussendlich. Schönes Lenkrad auf jeden Fall. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin unfassbar enttäuscht. Wir gehen auf jeden Fall auf mehr Bilder drauf ein. Denn das war noch nicht alles. Hier haben wir mal den ersten Teaser, den ich so gesehen habe. Ich habe den mit euch direkt auf Social Media geteilt. Auf TikTok, schaut auch gern vorbei, Link wie immer unten in der Bio. Und ja, auf TikTok, ich war so gehypt, Leute. Dieses Camouflage-Muster sieht so geil aus. Eins mal vorweg gesagt, es war ein einziger Scam. Es ist nicht mal auf ihrer Speziallackierung irgendwas zu sehen. Wir werden uns das auch gleich nochmal im Video genauer angucken. Denn es gibt unter anderem... da muss ich jetzt noch einmal drauf reingehen, genau hier und hier. Da gehen wir noch einmal drauf rein, denn ich habe mir den kompletten Launch gedownloadet und gucke ihn mir noch einmal an. Aber ja, wir haben hier, genau, ab hier circa, da haben wir die Fabrik und da wurde dann, hier rechts ist schon der normale, mit dem die komplette Season gefahren wird und mit dem spezial lackierten werden wieder die ersten zwei Rennen gefahren. Doch, ja, der Unterschied ist leider nicht mehr so groß wie in den vergangenen Jahren. Zieht endlich die Decke runter. In der Fabrik hat man dann diese Speziallackierung gelauncht, sozusagen. Und ja, was soll ich euch sagen? Es ist fast 1 zu 1 Kübel woanderen. Ein bisschen mehr pink, aber größtenteils schwarz. Und das macht mir dann schon ein bisschen Sorgen, wenn die Autos dann wirklich immer die gleichen werden. Ja, also kaum großer Unterschied. Natürlich toll, man hat vieles... mit drinnen, aber wo ist das Camouflage-Muster? Ich habe hier auch die Nase. Kein Camouflage-Muster. Wo ist die Wo habt ihr das Camouflage versteckt? Seid ehrlich, Jungs, wo habt ihr das versteckt? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Ich kann mir das gar nicht angucken. Ich war so unfassbar enttäuscht. Und da sehen wir mal von der oben Ansicht. Und da sehen wir auf jeden Fall viel, viel, viel Carbon. Man hat extrem viel auf wenig gesetzt. Was ich bei manchen Teams feiere, finde ich bei ihnen einfach grottenhässlich. For real, man hat nur diese paar Dotschen an Farbe. Es ist absolut nicht mein Ding und es ist absolut katastrophal, muss ich sagen. Ja, die Vorderansicht, auch die Nase, wie ich die gesehen habe, wusste ich schon, das Auto wird fade. Das Auto wird langweilig, das Auto wird hässlich. Und so ist es dann leider auch geworden, Leute. Also was sagt ihr? Mir gefällt der BWT sowas wie von gar nicht. Also, das ist für mich der hässlichste Launch der bis jetzigen Season. Dann noch einmal die Nasenfront. Man hat aber kein Showcar gebracht, sondern ein perfektes Auto. Ich finde die Nase auch sehr breit, flach gedrückt. Das war aber schon immer so ein bisschen das Ding von den Alpine-Jungs. Apropos, ja, natürlich durfte das auch nicht fehlen. Denn gleich zu Beginn haben mal die Fahrer rausgeworfen, sagen wir mal auch eher zum Ende, haben die Fahrer rausgeworfen. So, wir haben keine großen Hoffnungen. Zu Beginn werden wir eher hinterherfahren. Und das willst du natürlich hören als Riesenfan, oder ich bin kein Fan vom Team, aber das willst du natürlich hören. Wir werden da keine großen Hoffnungen haben. Das finde ich natürlich sehr cool von den Jungs, dass sie da die komplette Spannung gleich wegnehmen. Von oben schaut das Draw-Spiel eigentlich noch schlimmer aus, denn man hat hier diese riesigen schwarzen Teile. Selbst die Nase, man hat nur die Sticker und die Umrandung der Sticker. Und der Rest ist dann eigentlich wieder ganz... Mann, ich bin so enttäuscht, wirklich. Der hätte so geil werden können, die Seitenansicht. Ja, eine Radkappe vorn blau, die andere gelb, die andere pink. Okay, das A hinten drin, BWT. Die Sponsoren sind gut lesbar. Ich meine, ist ja auch kaum Farbe da. Die Seitenansicht, ja, wie gesagt, mir gefällt auf jeden Fall auf, man hat ein bisschen was abgegradet und man geht auch jetzt eher in Richtung der Red Bulls. Das war natürlich auch klar, dass sich alles sozusagen die Red Bulls als Vorbild nehmen würden, beziehungsweise als Copy and Paste für die komplette Season. Und da habe ich auch ein bisschen Informationsmaterial für euch, denn das gab man am Mittwoch ebenfalls bekannt. Der technische, der Alpine-Technik-Chef Matt Harmon betonte, dass der Nachfolger des A524 im Grunde
zu Ende entwickelt war. Daher hat man sich für ein neues Konzept entschieden. Es wäre immer berät, wir haben das Chassis komplett überarbeitet, das ist natürlich toll, und haben auch, wir haben eine neue Hinterradaufhängung, wir haben die Vorderradaufhängung optimiert und die neuen Wärmeabflusssysteme integriert, um das bei jeder Veranstaltung effizient arbeiten zu können. Darüber hinaus haben wir viel an unserem Bremssystem gearbeitet. Das war ein großes Problem der Alpine-Jungs. Ich erinnere mich da gerne an Monaco zurück. Da hat der ein oder andere ein paar Probleme gehabt, aber Gasly dennoch am Podium. Insbesondere an den Wärmeanlagen der Bremsen, denn aus der Übertragung von Wärme durch das System lässt sich Leistung gewinnen. So Hammern. Außerdem hat man einen aggressiven Ansatz beim Unterboden gewählt und auch Frontflügel und Nase verändert. Die Nase, ja, man sieht's, wie wenn einer draufgehauen hätte und ja, das komplette Modell zerdrückt hätte. So kommt mir quasi die Nase vor. Aber wir gehen jetzt mal zum Vergleich vom Vorjahr, ob das auch da schon so gravierend war. Und man muss sagen, ja, mir ist das, glaube ich, im letzten Jahr gar nicht so aufgefallen. Die Alpinen waren ja auch nie in den Schlagzeilen, eher nur im internen Fight. Und man muss sagen, die Nasensee, die ist noch flacher gedrückt. Auch am Frontflügel hat man nicht viel geändert. Die Seitenkästen sind ein bisschen schlanker geworden und haben ein paar mehr Wölbungen drinnen. Aber sonst so, ja, kann ich nicht viel erkennen. Von oben allerdings sieht man sehr, sehr gut die Lufteinlässe beim Motor. Die sind auf jeden Fall größer geworden. Das ist natürlich auch diese Luft oder diese Wärmeableitung, von der er gesprochen hat, natürlich größtenteils bei den Bremsen, aber man hat natürlich auch hier deutlich mehr Lufteinlässe und das werden wir auch von der Vorderseite sehen. Die Bartsports bzw. die Belüftung an den Bartsports sind viel größer als im Vorjahr, viel breiter, viel länger, aber ja, ob das jetzt da das Gelbe vom Ei bringt, bin ich mir nicht sicher. Alpine hat wirklich ein Riesendefizit und die wurden ja auch teilweise von den Williams-Jungs überholt. Also da fehlt es wirklich an allem, vorne und hinten. Und wenn ich mir jetzt dann noch einmal genauer die Nase angucke, also kaum Camouflage, da könnte mich nicht veräppeln. Das sind die beiden Rennanzüge für die Season. Ja, habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Vergleich mehr im Kopf, denn die Alpinen waren so selten am Podium und dadurch kann ich mir da jetzt auch kein größeres Bild davon machen. Gasly auf jeden Fall wieder ein sexy Blick drauf, muss man sagen. Und ich glaube auch, dass die beiden keine Freunde mehr werden. Dann gehen wir hier zu den... So, dann haben wir hier nochmal Pierre Gasly alleine. Und ja, die Rennanzüge sehr schlicht werden wir vermutlich diese Season auch nicht oft sehen. Dann geht es hier zu Esteban Ocon und das war's dann schon. Mir persönlich hat der Alpine Launch nicht stark die Augen geöffnet. Cool war es natürlich zu sehen, dass man mit Ferdinand Habsburg, also man hat ja nicht nur den Formel 1 Wagen gelauncht, sondern auch die LMP Autos und da war auch unter anderem Mick Schumacher, der ja für das Langstreckenprojekt engagiert wurde und auch Ferdinand Habsburg, aber vor allem hat man auch Jack Doohan als neuen alten Ersatzfahrer bekannt gegeben, also da hat er wieder den Fuß in der Tür drinnen, aber sonst so, ja, der Launch war okay, war cool. War ein sehr französisches Englisch und ja, alles in allem habe ich mir nicht viel erwartet und die Erwartungen, ja, wurden jetzt auch nicht übertroffen. Mir gefällt das Auto nicht besonders. Ich gebe dem Design eine gut gemeinte 4 von 10. Bringt das alte wieder zurück, das war einfach besser. Was sagt ihr dazu? Macht gerne das Plusberg auf TikTok und schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Links immer alle unten in der Bio. Abonniert euch hier gern kostenlos den Channel und bereits morgen wird es, nein, was ist heute 7. Übermorgen wird es dann weitergehen mit dem Visa Cash App RB. Da bin ich auch gespannt, denn da ist wirklich vieles neu. Bis zum nächsten Mal und ciao.